Ja, nach der Klärung noch von den verschiedenen Schreibweisen, ob jetzt als Index K oder N, jetzt noch für die Fourier-Koeffizienten entsprechend die Formeln und vielleicht noch die Erläuterung, deshalb lasse ich das mal vielleicht hier stehen, na, da unten, der Schritt eben von, ich fange bei 0 an in der Aufsummierung, also 0 eingesetzt, 1, 2, 3 etc. bis unendlich und dann dieses Auseinanderpflücken, in den Skripten, in den meisten Skripten A0 halbe vorne plus und dann die Summe von 1 bis unendlich. Ich sage ja immer, oder ich erwähne oft, wenn ihr ein amerikanisches Video seht, da seht ihr nur A0 da stehen. Das hat dann eben mit der Formel zu tun. Also grundsätzlich denke ich mal, dass sich das eingebürgert hat, weil man dann die ANs oder AKs und BNs oder BKs dann so ausrechnet und für A0 das Ganze dann ja, fast gleich aussieht. Und das ist gleichzeitig auch die Erklärung, falls ihr mal eine Formel seht, wo hier dann A0 steht, dann ändert sich nur in der Berechnung für A0 dann entsprechend etwas. Also da haben wir ja eben, das war die Faszination bei Fourier, dass er das eben herausgefunden hat, wie ich an diese Koeffizienten komme und dann auch noch mit der Integralrechnung. Da haben wir dann die Funktion selber, also die gegeben ist, die ihr zerpflücken müsst und eben anders ausdrücken müsst, bei an mal Cosinus von, jetzt habe ich n genommen, nt dt bei bn. Ihr seht, jetzt kann man das sich, wenn man die Struktur hat, relativ leicht erbasteln. Und dann haben wir dann, auch das ändert sich, spreche ich gleich nochmal an, von Formelsammlung zu Formelsammlung, 0 bis p, also über eine Periodenlänge. Und dann haben wir vorne 2 durch p, hier auch wieder 0 bis Periode und dann 2 durch p. Und entsprechend haben wir hier dann f von t dt, das hat eben mit dem speziellen Wert 0 zu tun. Und dann haben wir hier auch 2 durch p. Und das kann ich dann nehmen, um dann hinterher die Geschichten zu verwerten. Und wenn ich dann eben hier die Konstante A0 ausgerechnet habe, dann muss ich noch eben A0 durch 2 teilen. Und wenn ihr eine Formel vorfindet mit A0 nur oder groß A0 oder plus Summe von 1 bis unendlich, Pünktchen, Pünktchen, dann würde sich hier nur das Ganze wie folgt ändern, dass hier dann steht 1 durch P und dann kommt ihr wieder auf das Gleiche. Also nicht durcheinander kommen, wenn irgendwelche Fragen sind, einfach durchschicken, aber das ist so der Grobbau dafür.